Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Kanal von Farmfroh 60+. Ich will heute was für euch kochen. Und zwar gibt es heute mal für mich und für meine liebe Frau Griechisch. Griechisch heißt einen griechischen Gurkensalat, ganz, ganz lecker. Dann gibt es griechische Chivapchichi, von mir persönlich gemacht. Und zu den Chivapchichi gibt es dann griechische Hartweizengrießnudeln. Die heißen Kikirikiaki oder so ähnlich. Nee, die heißen richtig, ich muss da mal rüber schmulen, Kritaraki heißen die. Aber Kritaraki, Kikirikiaki, das kann sich ja kein Mensch merken. So, wie gesagt, ich fange an mit dem Gurkensalat. Wir würzen heute wieder, was wir ja schon lange machen, mit Spicebar. Ja. Die Gewürze findet ihr nachher wieder alles in der Infobox. Ich will euch ja heute gar nicht so viel Feuer labern. Heute soll mal ein bisschen hintereinander gekocht werden. Einverstanden? So, den Gurkensalat, den habe ich schon vorbereitet. Schön in kleine Scheiben gehobelt, anschließend ein bisschen ausgequetscht und ordentlich Salz. Das bleibt jetzt 10 Minuten stehen, damit wir nachher das Wasser runternehmen können, damit der nicht so verwässert. In der Zwischenzeit mache ich dann nachher dieses Schmand und alles fertig, was dann noch untergehoben wird. Und dann wollte ich euch zeigen. Ja, in der Zwischenzeit habe ich übrigens, guckt mal hier. Das sind die griechischen Nudeln. Ne? Und ich muss sagen, die schmecken richtig lecker. Ich habe die noch nie gegessen. Nicht zu vergessen, Kikirikiaki oder so ähnlich. Ne? So, dann müssen wir natürlich, was gehört zum Chivapchichi dazu? Hackfleisch. Ne? Wir haben hier so ein bisschen gemischt, oder ich habe hier so ein bisschen gemischt, habe Rinderhack genommen und habe halb Schwein, halb Rind genommen. Und das reicht für uns beide. Ja, da muss das natürlich gewürzt werden. Würze. Würze kommt von Spicebar, wie immer bei uns, hatte ich ja vorhin schon gesagt. Da kommt dann Malacca. Ne? Und dann kommt Kalahari, Wüstensalz. Dann kommt roter Paprikapulver. Und nicht zu vergessen, Zauberstab. So. Zauberstab. Na fein, dann zauber mal das Essen. Und dann natürlich nicht zu vergessen. Entschuldigung, ich habe heute so ein bisschen irgendwie mit der Luft. Nicht zu vergessen. Beim Mindestbestellwert von 15 Euro erhaltet ihr ein Gewürz gratis. Und jetzt muss ich nochmal die Kamerafrau fragen. Ab 2. April gibt es was für eins? Ja, das habe ich vergessen. Na, das griechische Malacca. Das griechische Malacca. Und jetzt tanz mal. Jetzt weiß ich es auch wieder. Jetzt tanz mal Sirtaki dazu. Ja. Beim Sirtaki. Ganz kurze Geschichte. Beim Tsutaki hat sich meine Frau schön den Knöchel gebrochen auf der Hochzeit von unserem Sohn. Und sie war nüchtern. Aber auf der ersten Hochzeit lange Jahre her. So, na dann, würz mal und dann sehen wir uns wieder. Genau. Ja, ihr Lieben, so, gewürzt habe ich es. Jetzt kommt natürlich noch Zwiebel dazu. Dann kommt noch Knoblauch dazu. So, dann kommt 1,5 Esslöffel Paniermehl. So, und dann kommt noch 1,5 Esslöffel Wasser. Und ganz wichtig, Backpulver. Backpulver muss ein bisschen rein. Fragt mich nicht warum. Ja, fragt mich nicht warum, aber Backpulver machen wir ein bisschen rein. Ich denke mal. Ja, denke mal. So, jetzt wird das alles schön vermischt. Da nehmen wir natürlich die Hände für. Schön vorher gewaschen natürlich die Hände. So wie es sein soll. Und guckt mal, das wird. Da kommt auch gar kein Ei ran. Weil das nämlich sonst viel zu papschig wäre. Und dann formst du kleine Würstchen.
Jetzt forme ich dann kleine Würsti. Da müsst ihr nicht zugucken. Das zeige ich euch, wenn die fertig sind. Was hast du denn jetzt gerade gemacht? So, ich habe ja vorhin gesagt, dass ich das ein bisschen ziehen lasse und dann anschließend ausdrücke, weil da war jetzt ganz viel Flüssigkeit drin. Und wir wollen ja nicht, dass der Gurkensalat so verwässert. Und sonst schmeckt es ja auch nicht so ein bisschen. Schöne Idee. Ja, und jetzt machen wir... Aber kein Salz mehr ran, ne? Das brauchen wir wohl nicht mehr ran machen. Ne? Nee. Das haben wir ja. So, jetzt machen wir so, sind diese Zutaten hier schön mit Schmand. Dann nehmen wir Röllchen hier, Schnittlauchröllchen. Dann nehmen wir Dillspitzen und natürlich... Nein, Salz nicht mehr, haben wir gerade gesprochen. Das war ja Salz. Und Pfeffer. Und nee, die Pfeffer, ne? Genau. Das machen wir jetzt alles hier rein. So. Röllchen. Bisschen Dill. Wenn ich es dann aufkriege. Ich habe immer so Angst, dass ich mir meine Fingernägel, so kaputt. Ach Mensch, Leute. Stunden später. Ich krieg's nicht auf. Doch jetzt. Du schaffst das ganz alleine. So, Pfeffer. Das werden wir jetzt alles. So, mach mal nicht so ein ernstes Gesicht. Du kochst ja griechisch. Ja, zum griechisch Trinkessen muss man trinken. Und da gibt es dann immer Uso, nur für meine besten Freunde. Aber welchen sage ich euch nicht. So. Aus. Lecker. Oh, Leute, das riecht ja auch noch so gut. So, jetzt mache ich Folgendes. Jetzt kommt das hier einfach oben drauf. Wartet mal. Das schmeckt. Was stimmt? Nein. Schüssel. Was? Schüssel! Acht! Mann! Jetzt habe ich es verstanden. Die Kamerafrau muss doch auch leben. Und was sagt die Kamerafrau? Das schmeckt wahr. Ich möchte nur geil. Du bist der Beste! Der Beste. Kinder, wenn ihr wüsstet, wie lecker das schon riecht. Schön geformt, werden die jetzt gebraten, aber es riecht griechisch. Griechischer Wein. Und die altvertrauten Lieder schenken nochmal ein. Da. So. Ja, wenn die jetzt fertig sind, dann werden die Kritterikeraki nochmal kurz erwärmt. Genau, und dann geht es. Guck mal, hier haben wir schon vorbereitet. Ja, kommt da schon. Ist schon der Gurkensalat. Ja. Und alle dran denken, wer es beißbar bestellt, bekommt dieses wunderschöne griechische Gewürz vielfältig einzusetzen. Ordentlich Knobi schon mit dran. Der bekommt das gratis ab 2. April für den gesamten Monat April. Gibt es beim Mindestbestellwert 15 Euro, speisbar, steht in der Infobox, gibt's Malaka gratis dazu. Oh, es duftet so gut. It's ready. Alles fertig, jetzt wird angerichtet. Jeder kriegt 5 Stück, meine liebe Frau 5 kleine und ich 5 große. Nein, nee, das wird schon auch gerecht verteilt hier. So, schaut mal. 1, 2, oh, guck mal hier so. Ich hab die Mini-Dinger. Nein, dann nehme ich das. Nein, guck mal, wir haben ja hier nochmal 6. Und dann passt's. Super. Sehr schön. Ja, tolles Essen. Nachmachen wird geraten. Zutaten schreibe ich unten in die Infobox. Ist für 2 Personen.
ist mehr als genug. Und wir wünschen uns jetzt guten Appetit und vielen Dank fürs Kochen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch oder abonnieren, noch besser. Ich huste wieder und sage Tschüss und für alle ein wunderschönes Osterfest. Super.